und Anwalt ist Nicolas Scherak von den NEOS. Danke, Herr Präsident. Ja, wir haben schon gehört, es sind im Wesentlichen zwei Richtlinienumsetzungen. Ich habe weniger Sorge mit dem Prinzip Beraten statt Strafe und halte es an und für sich für eine wichtige Maßnahme. Aber wieso wir der einen Sache nicht zustimmen werden im Zusammenhang mit dem Verwaltungsstrafverfahren, sind natürlich die Argumente, die der Kollege Noll hier angesprochen hat. Und Herr Kollege Stephan, wenn Sie meinen, naja, wenn es dann zu viele Polizeibefugnisse sind, dann werden wir es unter Umständen wieder zurücknehmen. Das ist schon auch die Tendenz, die mir Sorgen macht. Weil ganz ehrlich, also ich kann mich nicht erinnern, dass die Polizei neue Befugnisse bekommen hat in den letzten Jahrzehnten und wir die jemals wieder zurückgenommen haben. Was passiert ist, mehr Befugnisse für die Polizei, was in einigen Bereichen sinnvoll ist, aber dieses Überschießende, und gerade Sie scheinen sich ja auch nicht zu 100% sicher zu sein, ob es genau passt. Da habe ich auch meine Probleme und würde es dementsprechend ablehnen. Wenn es nur um die Schwarzfahrer gehen würde, dann sollten wir es entsprechend regeln, explizit auf die Schwarzfahrer, weil das ist eine Problematik, die Sie angesprochen haben. Aber die Identitätsfeststellung generell so festzuschreiben, dass es geht, ohne die unmittelbare Tatbegehung im Vorhinein, halte ich für einigermaßen problematisch. Wo wir jedenfalls zustimmen werden, ist die Umsetzung der Richtlinie zur europäischen Ermittlungsanordnung. Ich halte das für eine sinnvolle Maßnahme im Verwaltungsstrafsachen. Und vielleicht etwas dazu noch, weil es auch wichtig ist und der Kollege Noll auch schon angesprochen hat, weil wir im Ausschuss länger darüber diskutiert haben, uns wichtig ist, hier auch nochmal festzuhalten und ich nachher auch noch einen Abänderungsantrag dahingehend einbringen werde. Wir sind im Ausschuss draufgekommen, dass es etwas nicht zu 100% klar ist und deswegen ist es wichtig, es hier nochmal zu betonen. Es ist ja im Verwaltungsstrafgesetz und im allgemeinen Verwaltungsverfahrensgesetz so, dass die Stellung von Beweisanträgen nicht explizit geregelt ist und dass die Möglichkeiten, dass die Parteien einen Beweisantrag stellen können, ist aber trotzdem klar erkennbar und ist erkennbar vorausgesetzt daraus. Die Behörde hat im Rahmen der geltenden Grundsätze der Amtswegigkeit, der materiellen Wahrheit und der Wahrung des Parteiensgehör, dem auch entsprechend nachzukommen. Und in diesem Sinne sind eben auch die Erläuterungen zur Regierungsvorlage, die man, wenn man es jetzt nicht verstanden hätte, ein bisschen anders lesen könnte auch, eben zu verstehen, wonach die Möglichkeit der Stellung von Beweisanträgen im Verwaltungsstrafgesetz nicht vorgesehen sind. Nachdem aber Beweisanträge grundsätzlich im Verwaltungsstrafverfahren schon nach geltender Rechtslage gestellt werden können, braucht es auch keine spezifische Rechtsgrundlage jetzt im Zusammenhang mit der europäischen Ermittlungsanordnung. Und dementsprechend ist das so auch gemeint. Ich bringe jetzt noch folgenden Abänderungsantrag der Abgeordneten Gerstl, Wittmann, Stephan, Scherak, Noll ein. Der Nationalrat wollte in zweiter Lesung beschließen. Der von der Bundesregierung vorgelegte Gesetzentwurf wird wie folgt geändert. Paragraph 6 wird folgender Absatz 5 eingefügt. Absatz 5. Besteht Grund zur Annahme, dass die Erlassung der europäischen Ermittlungsanordnung nach Absatz 1 für die Zwecke des Verfahrens unter Berücksichtigung der Rechte des Beschuldigten nicht notwendig oder verhältnismäßig ist oder stünde die angegebene Ermittlungsmaßnahme in einem vergleichbaren innerstaatlichen Fall nicht zur Verfügung, so kann die zuständige Behörde des Anordnungsstaates zur Frage der Wichtigkeit der Vollstreckung der europäischen Ermittlungsanordnung konsultiert und ihre Entscheidung über deren Zurückziehung abgewartet werden. Was lernen wir daraus, wenn wir konstruktiv Parlamentarismus leben und sinnvoll miteinander diskutieren, so wie wir das in dem Zusammenhang im Verfassungsausschuss gemacht haben? Ich weiß, das tun Sie in der Situation dann unter Umständen nur, weil Sie eine Zweidrittelmehrheit brauchen, aber es ist etwas, was wir lernen, dass wir in anderen Situationen auch machen sollten, weil wir dann auf etwaige Schwachstellen draufkommen, die ausmerzen können und am Schluss den Bürgerinnen und Bürgern insbesondere in dem Zusammenhang gedient ist. Nicolas Scherak bringt einen überparteilichen Abänderungsantrag zum vorliegenden Gesetzesentwurf ein, den alle Fraktionen im Verfassungsausschuss gemeinsam erarbeitet haben, und er lobt diesen Vorgang als Beispiel für gelebten Parlamentarismus.